Welche Sprache spricht denn eigentlich unser Lungenkraut? Welche Klänge und Töne finden wir in dieser Pflanze? Viele befassen sich ja nur sehr sparsam mit den sekundären Pflanzenstoffen, weil sie meinen, das wäre eine sture Chemie, und vergessen, dass es tatsächlich um die innere Sprache der Pflanze handelt, um Töne, mit denen sie mit ihrer Umwelt kommuniziert, also Ökomone im weiteren Sinne. Und wir nutzen in der Phytotherapie diese Ökomone. Und es macht durchaus Sinn, sich mit diesen Pflanzensprachen zunächst einmal zu befassen und nicht sofort nach Indikationen und Anwendungsgebieten zu fragen, denn aus der inneren Sprache der Pflanze ergeben sich in den meisten Fällen sinnvolle Indikationsgebiete, und wenn ich um diese Sprache Bescheid weiß, bin ich auch viel flexibler im Rezeptieren, in der Erstellung magistraler Rezepturen. Beim Lungenkraut sind es zunächst drei Sprachen, die in den Vordergrund treten. Auf der einen Seite sind es Schleimstoffe, uronsäurehältige Polysaccharide. Diese Zuckerverbindungen sind eben von einer gewissen einhüllenden Qualität, einer gewissen reizlindernden Qualität und machen die Anwendung bei Atemwegserkrankungen durchaus plausibel und auch sinnvoll. Auf der anderen Seite haben wir in der Pflanze auch Gerbstoffe, also vor allem aus der Gruppe der Katechine, auch nicht besonders stark in der Sprache ausgeprägt, also es ist keine lautstarke Gerbstoffpflanze, aber es reicht vielleicht, um Atemwege auch zu begleiten, wo es um einen Effekt, eine Art Tonisierung, eine adstringierende Wirkung auf die Schleimhäute erfasst, wo eine expektorierende, also eine schleimlösende Wirkung abzuleiten wäre. Wir kennen das ja auch von anderen Pflanzen, die Gerbstoffe haben und die durchaus auch bei Atemwegsinfekten mit Schleimbildung verwendet werden, wie beispielsweise den Vogelknöterich. Und eine dritte Sprache ist auch sehr interessant. Das Lungenkraut hat einen relativ hohen Gehalt an Kieselsäure, und zwar auch an wirklich verfügbarer Orthokieselsäure, also Silizium finden wir auch in der Pflanze. Da beginnt jetzt ein Graubereich, wo man sich die Frage stellt, ja, ist das Silizium, ist die Kieselsäure für uns notwendig, ja oder nein? Wir haben also in dieser Pflanze, im Kraut, nach älteren Untersuchungen um die 3% Kieselsäure. Das ist also doch das Dreifache, was die Brennnessel mitbringt, das Dreifache, was beispielsweise ein Vogelknöterich mitbringt und das Dreifache, was die Gruppe Hohlzahn, Galliopsis, mitbringt. Also das heißt, wir haben mit der Pflanze im Frühjahr, bereits im März, eine relativ hochwertige pflanzliche Quelle für Kieselsäure. Diese Kieselsäure oder dieses Silizium ist in der Pflanze amorph. Das heißt, es ist nicht kristallin, es ist auch nicht semikristallin und es ist aus diesem Grunde auch verhältnismäßig gut bioverfügbar. Also deutlich besser bioverfügbar als beispielsweise bestimmte fossile Sedimente, Kieselsäureablagerungen, die ja auch in Apotheken, in Reformhäusern verkauft werden, wie dieses Silizium eigentlich semikristallin bis zum Teil, wie Untersuchungen ergeben haben, sogar hochkristallin gebunden sind und eigentlich vom Körper gar nicht aufgenommen werden können. Aber kommen wir zu dieser Kieselsäure. Ich hatte vor vielen Jahren ein Gespräch mit einem der Gründungsmitglieder der Österreichischen Gesellschaft für Phytotherapie, dem mittlerweile verstorbenen Dr. Ulf Böhmig. Und wir haben uns über Silizium unterhalten, über die Kieselsäure. Er hat irgendwann einmal gesagt, ja, eigentlich sind wir ja Kieselsäurewesen. Und hat dabei gemeint, dass ja an vielen Stellen des Bindegewebes statt dem Kohlenstoff, dem vierbindigen, auch das Silizium eingebaut wird. Sozusagen nicht in einem gewollten oder gesteuerten Vorgang des Körpers, sondern mehr in einem zufälligen, weil der Kohlenstoff und das Silizium in ihren Eigenschaften sehr, sehr ähnlich sind. Das sieht man auch im Periodensystem durch ihre Nähe.
Und das ist einmal ein interessanter Hinweis. Ist Silizium jetzt für uns essentiell oder nicht? Silizium bzw. in Form der Kieselsäure steht dieses Silizium an der Schwelle eines essentiellen Spurenelements. In den meisten Lehrbüchern der Orthomolekularmedizin ist das Silizium als potenziell essentielles Spurenelement angeführt. Und man weiß, dass im zunehmenden Alter es in bestimmten Bereichen des Körpers, im Bindegewebe und auch im Bereich der Lungen, dass es hier zu größeren Kieselsäure- oder Siliziumverlusten kommt. Es kommt zu einem Art Ausdünnungseffekt. Das kann man also auch messen und nachweisen. Man weiß also ungefähr, obwohl es keine offizielle, von keinem Dachverband eine Empfehlung gibt für die tägliche Aufnahme von Silizium, gibt es eine Empfehlung, die hat man daran ermessen, anhand der Hautschuppen, anhand der Haare, die man täglich verliert, anhand des Siliziumverlustes über den Dickdarm, also man geht relativ viel Silizium verloren, und man ist so auf eine Empfehlung gekommen von 200 Milligramm pro Tag. Es mag sein, dass es mit einer ausgewogenen Ernährung für einen jüngeren Menschen überhaupt keine Rolle spielt, hier zu supplementieren. Aber es stellt sich die große Frage, kann Silizium bei bestimmten Erkrankungen, wo der Körper neue Bindegewebe neu bilden muss, wo er regenerieren muss, ob hier Silizium in Form der Kieselsäure auch heilwirksam sein kann. Und dazu gibt es einen sehr, sehr spannenden Aufsatz, eine sehr, sehr spannende Abhandlung eines Pharmakologen aus dem letzten Jahrhundert, Kobert. Und Kobert selber war Direktor eines pharmazeutischen Institutes in Rostock. Er war später Leiter der Bremischen Lungenheilanstalt und er hat einen Großteil seines Lebens mitunter damit verbracht, dem Silizium und der Kieselsäure auf das Geheimnis zu kommen. Und in einem seiner Aufsätze, denen also viele diexperimentelle Versuche vorangegangen sind, ein reger Austausch mit anderen Wissenschaftlern, Ärzten der damaligen Zeit, die sich auch so wie er mit Tuberkulose befasst haben, und auch Austausch mit Chemikern. Also er hat das Thema Silizium, Kieselsäure für die Lunge interdisziplinär aufgearbeitet, hat er festgehalten, aufgrund seiner Forschungsergebnisse, dass auf der einen Seite Silizium, auch in Form eben der Kieselsäure, das Immunsystem stimuliert. Er hat also auch nachweisen können, experimentell, dass es auch zu einem Anstieg der Leukozyten kommt. Er hat also von einer heilsamen Leukozytose gesprochen und wollte die eben auch bei Erkrankten, an Tuberkulose Erkrankten einsetzen. Und er hat gleichzeitig festgestellt, dass Silizium praktisch alle Komponenten, die man damals zur damaligen Zeit erfasst hat, alle Komponenten des Blutes beeinflusst. Und zwar im Sinne eines positiven Einflusses bei krankhaften Prozessen, im Sinne einer Steigerung der Mikrozirkulation, im Sinne eines Endothelschutzes, also eines Schutzes der Innenwand der Kapillaren und eben auch mit dieser Anregung des Immunsystems. Und etwas, was ganz besonders interessant war, war der Nachweis oder seine Interpretation besser gesagt, dass Silizium bei der Regenerierung von angegriffenen Lungengewebe hier eine wichtige Rolle spielt, um krankhafte Bindegewebsneubildung, also eine krankhafte Bildung, Ausbildung von Kollagenfasern beispielsweise, zu verhindern. Und das ist ein Grund, warum wir viele Kieselsäurepflanzen wie auch unser Lungenkraut in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in D-Rezepturen finden, die sich mit der Begleitung von Tuberkulose befassen. Da gibt es beispielsweise in einigen Rezeptbüchern die Spezies Silikate.
Da gibt es einen Tee-Vorschlag von Stader, der eigentlich ganz diesen Überlegungen von Kobert folgt, wo also eine Reihe von Kieselsäurepflanzen wie der Schachtelhalm, wie unser Lungenkraut, der Vollknöterich, der Hohlzahn gemeinsam mit expektorierenden Heilpflanzen bei Tuberkulose eingesetzt wurden. Wer diese Arbeit einmal liest und wer sich auch mit solchen histologischen Arbeiten befasst von Tuberkulose, wird feststellen, dass da noch sehr viel verborgen ist, was wahrscheinlich sehr hilfreich sein kann, vor allem in der adjuvanten Therapie. Und ich glaube, dass dieses Silizium bzw. die Ortho-Kieselsäure, wie wir sie in Pflanzen finden, jetzt nicht als ein Spezifikum bei Tuberkulose gesehen werden darf, sondern vielmehr als einen Klang, den wir verwenden können, wenn es um intrapulmonale Erkrankungen geht, wenn es um Erkrankungen geht, die wirklich das Lungenparenchym betreffen und wo Fibrosen, also die krankhafte Neubildung von Bindegewebe, im Raum stehen. Und deswegen macht es auch aus meiner Sicht Sinn, weil die Pflanze, zumindest wenn ich das echt Lungenkraut auch bestimme, dass diese Pflanze weitgehend unbedenklich ist, dass ich sie mit diesen inneren Qualitäten, mit diesen inneren Sprachqualitäten adjuvant bei solchen Lungenparenchymerkrankungen einsetzen kann. Und das macht auch, glaube ich, pharmakologisch einen Sinn.